Ja, heute ist Finale der ESL One Cologne 2016. War ein merkwürdiges Turnier. Warum ihr jetzt, ihr seht nicht irgendwelchen Random-Kram im Hintergrund, sondern das war die letzte Map zwischen Fnatic und Team Liquid. Wann hatten wir das letzte Mal in einem Finale der Majors ein amerikanisches Team? Genau, so. So gegen Null gehend. Und dieses Mal ist es ein komplett amerikanisches Finale zwischen SK Gaming, also den Brasilianern, früher Luminosity, und Team Liquid. Die ganzen Leute erzählen immer, hey, das liegt nur daran, dass Simple jetzt für Team Liquid spielt, der ja gar kein Amerikaner ist. Es ist aber völliger Blödsinn, wer sich die Spiele angeschaut hat von Team Liquid, sieht einfach, dass die Jungs echt gut zusammenspielen. Und Elige und Nico jetzt nicht unbedingt, aber Elige also Simple und Elige zusammen und Nitro dazu, wahnsinniges Team. Die ganzen Spiele waren sehr, sehr gut. Fnatic kann man natürlich jetzt sagen, okay, alles klar. Olaf Meister war eine Zeit lang krank und ist vielleicht noch nicht wieder voll da drin, aber das kann es auch nicht sein. Denn Fnatic haben ja letztes Jahr gewonnen, die ESL One Cologne 2000. 15. Und da war das schon ein bisschen merkwürdig. Es ist sowieso so, dass die Schweden relativ früh rausgeflogen sind, also Ninjas in Pyjamas NIP, was mich natürlich selbst sehr, sehr genervt hat. Kriegt eigentlich irgendjemand von euch noch die goldene Plakette? Es gab so viele merkwürdige Dinge, die ich überhaupt nicht verstehe, aber. Es scheint so zu sein, als ob das relativ schwierig ist, jetzt noch die goldene Plakette zu bekommen. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde mich mit Silber, also im Team Pick'em, leider zufrieden geben müssen. Ich hatte zwar auf SK gewettet, dass die sehr, sehr weit kommen. Ich meine, sie sind die Weltmeister im Moment. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Navi rausfliegt. Und ich hätte nicht gedacht, dass Fnatic verliert. Obwohl wir am Anfang natürlich das Ding hatten. Fnatic hat gegen FaZe relativ deutlich verloren. Obwohl sie ja in der E-League vorher FaZe 16 zu 0 geschlagen hatten. Schon ein bisschen merkwürdig, oder? Also das Ganze ist. Dieses ganze Turnier ist merkwürdig. Ich hatte zum Beispiel in meinen Pick'ems Astralis, die Dänen, sehr, sehr gut. Die haben sehr, sehr gut gespielt. Haben natürlich jetzt das ganz große Problem gehabt, dass am Ende sie mit zwei Stand-ins spielen mussten. Glaive war schon am Anfang als Stand-in mit drin, aber dann hat Dupree in Köln einen Blinddarmdurchbruch bekommen und musste ins Krankenhaus. Dafür hat Sonic übernommen. Das haben die super gemacht. Kannst du nichts sagen, wenn man darüber nachdenkt. Die haben so in der Konstellation nicht zusammen gespielt bis jetzt. Die meisten Maps kannte Sonic gar nicht und dafür haben sie wirklich gut gespielt. Am Ende haben sie es nicht geschafft. Flipside hat sehr gut performt, was mich auch sehr gewundert hat, dass Flipside ziemlich deutlich NIP geschlagen hat. Es gab bei diesem Turnier einfach einige Aufreger, die man sich eigentlich so. Kann man eigentlich übernehmen von der Europameisterschaft, wo es so war, was heißt Aufreger? Ich war absoluter Fan vom isländischen Team und als die England geschlagen haben in der Europameisterschaft, war ich begeistert, um das mal so zu sagen, denn die Isländer sind ein tolles Volk. Ich war schon sehr oft da und aus Island kommt ja unter anderem auch eins meiner Lieblingsspiele, EVE Online, das MMO. Aber jetzt ging es ja genauso weiter. Während das bei der Europameisterschaft so war, okay, am Ende waren relativ bekannte Mannschaften, wo wir gedacht haben, okay, alles klar, die kommen sowieso weiter. Die sind am Ende dann auch im Finale gewesen, dass Deutschland verloren hat. Sie haben schlechter gespielt als die Franzosen, darüber müssen wir nicht diskutieren. Heute Abend, das Finale interessiert mich jetzt nicht sonderlich. Heute ist Finaltag bei der ESL Cologne 2016. Ich liebe das ja, dass man inzwischen das Gefühl hat, richtig, wirklich einen richtigen Sport zu sehen. Also ich mache das immer so, dass ich Twitch auf meinen Fernseher zu Hause streame. Und das ist wirklich geil, weil auch inzwischen die Kommentatoren halt auch dementsprechend gut sind.
Tja, jetzt ist es natürlich so, im Pick'em komme ich nicht weiter. Da muss ich selber mich mit Silber begnügen. Aber ich frage mich wirklich, kann SK es schaffen als Weltmeister? Ich meine, sie haben unheimlich gut gespielt. Aber können sie es schaffen, diesen Siegeszug von Team Liquid zu beenden? Das ist wirklich schwierig zu sehen. Ich habe jetzt im Finale auf SK gesetzt, aber deswegen, weil ich persönlich SK auch lieber mag. Aber das Team, das wir im Moment haben bei Team Liquid, ist wahnsinnig gut. Ich frage mich auf der anderen Seite, was ist eigentlich mit Pimp? Pimp spielt nicht mit und zack, Simple ist da, kommt ins Finale eines Majors, können die ESL-Klonen gewinnen. Es kommt natürlich auch darauf an, welche Maps gespielt werden. Team Liquid hat unheimlich gut auf Cobble performt. Nuke nicht so sonderlich gut. Auf Cash haben sie gestern bewiesen, dass sie da auch extrem gut sind. Mirage haben sie nicht so gut gespielt. Es ist relativ schwierig zu sagen. Das wird ein sehr, sehr enges Finale. Aber was das Interessanteste ist, es ist ein Finale ohne europäische Beteiligung. Obwohl jeder immer sagt, hey, europäisches Counter-Strike ist einfach viel besser als nordamerikanisches Counter-Strike. Es war ja auch bis jetzt immer so. Und wenn man sich die Spiele angeguckt hat, ich habe sie mir eigentlich alle angeguckt, dann sieht man, dass Team Liquid von der Teamzusammenstellung, obwohl Simple jetzt kein Amerikaner ist, aber also sie spielen trotzdem sehr, sehr gut zusammen. Das Problem, was alle Leute vorher hatten, war, dass Simple immer ein sehr arroganter und egoistischer Spieler war. Er hat, wenn er gut drauf war, hat er das Team gecarried, wenn er nicht gut drauf war, tja, dann hat er alle runtergezogen, auch mit einer Art Aggression und negativen Kommunikation. Was mich am Anfang des Turniers extrem genervt hat, weil ich natürlich ein Fan von Mousesports bin, das ist so ein bisschen Lokalpatriotismus, obwohl die meisten gar nicht mehr deutsch sind bei Mousesports. Wer sich daran erinnert, am Anfang des Turniers führen die mal eben kurz 7 zu 0 und choken dann. Da denke ich mal, das muss Mousesports das Gleiche machen, was die großen Teams machen, auch im Fußball, in jedem professionellen Sport. Wir reden hier wirklich ja nicht von E-Sport ist halt Gaming, sondern E-Sport ist inzwischen ein ernstzunehmender Sport, allein schon wegen der Preisgelder, die bezahlt werden. Hier geht es um 500.000 Euro. Das ist nicht wenig Geld. Und dann sollte man auch eine Art Mentaltrainer dabei haben, der dafür sorgt, dass, hey, ihr verliert jetzt eine Runde, es ist nicht so schlimm. Das hat zum Beispiel Liquid viel besser gemacht. Die haben unheimlich viele Runden verloren. Hier zum Beispiel, wir sehen ja Cash im Hintergrund. Da war es so, da haben sie am Anfang, hat Team Liquid super, super, super gespielt. Dann kommt Fnatic in den Bereich Counter-Terrorists und gewinnt 5 Runden hintereinander. Team Liquid haben nicht aufgegeben und haben am Ende gewonnen. Mousesports schafft das nicht so richtig. Genau das Gleiche ist ja auch passiert bei einem Team, wo ich davon immer ausgegangen wäre, dass sie mental sehr, sehr gut vorbereitet sind, Navi, die ja nun eigentlich immer ganz weit kommen in Group Stages und auch in den Playoffs. Leider noch keinen großen Titel gewonnen haben. In World of Tanks haben sie es, aber nicht zwischen in Counter-Strike. Die haben ja sogar einen Masseur, der sie jede Runde sozusagen noch einmal durchwalkt, damit sie entspannt sind. Da müssen sie doch wohl auch einen Mentaltrainer haben. Denn was da passiert ist, als sie am Ende verloren haben, war wirklich, wirklich komisch. Das war Choke. Und ich kenne das von Mouseballs, deswegen ist es wirklich ein, na, wie soll ich sagen, manchmal anstrengend, ein Fan von denen zu sein. Genau das Gleiche ist mit NIP. Warum hat NIP verloren in diesem Turnier? Sie sind individuell sehr, sehr gute Spieler, aber sie spielen genau die gleichen Strategien, die sie vor Jahren angefangen haben zu spielen. Und inzwischen kennt das jeder. Man muss wirklich flexibel sein und muss die ganze Zeit neue Sachen machen, sonst
weiß jeder, okay, alles klar, jetzt spielen sie wieder ein Rush da, Split Rush bla. Wir wissen alle, Get Right, perfekter Lurker, kriegt die Kills, wenn es darum geht, sie zu kriegen. Aber dieses Mal eben nicht, weil die Leute wussten, alles klar, auf Dust. Er geht B-Tunnels, geht unten rein in Mid und schnappt sich die Leute, die rotieren. Aber das kann es ja nicht sein. Ich bin NIP-Fan und Mausports-Fan, war für mich kein besonders gutes Turnier, aber SK Gaming auch. Ich habe die in Leipzig live gesehen, auf der Dreamhack in Leipzig. Das ist einfach ein brillantes Team und es ist halt ein junges Team und es ist ein Team, was zusammenhält und was nicht choked. Jetzt haben wir in einem Finale, deswegen wird es so spannend, zwei Teams, die unheimlich mental stark sind. Individueller Stil ist sowieso klar. Jeder bei Team Liquid hat individuell eine unheimliche Klasse. JDM hat unglaubliche Orb-Shots klar gemacht. Elish hat 3Ks und mehr gemacht die ganze Zeit. Auf der anderen Seite hat man natürlich bei SK Gaming, Fallen, Coldzera, FNX. Ich meine, das sind alles, wir müssen da gar nicht drüber diskutieren, das sind alles super, super gute Spieler. Deswegen wird das ein unheimlich spannendes Finale. Und ich habe eigentlich nur aus Patriotismus sozusagen zu SK, habe ich die gewählt jetzt zum Finale. Es ist eigentlich alles offen. Und ich hoffe, dass ihr eure goldene Plakette noch kriegt. Ich habe keine Chance mehr. Es war ein interessantes Turnier. Aber was man auch sagen muss, ist, es gab Olaf Meister vorher krank und noch nicht wieder so lange dabei. Astralis mit zwei Stand-ins. Trotzdem so weit gekommen. Ist eigentlich schade, dass sie gegen Virtus Pro verloren haben, denn sie haben echt sehr, sehr gut gespielt. Glaive und Sonic man dachte nicht, dass es Stand-ins waren von der Art, wie sie gespielt haben. Dass Fnatic nicht ins Finale kommt, hätte ich jetzt nicht gedacht, weil sie zwar am Anfang gegen FaZe relativ deutlich verloren haben, aber danach wirklich gut gespielt haben. Weiß nicht, was da am Ende jetzt war. Gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Team Liquid super, super stark. SK super stark, wird ein super, super spannendes Finale und ich hoffe, ihr habt einfach Spaß und ich hoffe für euch, dass ihr die goldene Plakette bekommen habt. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr es geschafft habt. Die meisten großen YouTuber, die dazu auch was gemacht haben, sowas wie Philox und so weiter, die lagen auch nicht immer richtig und dieses Mal haben viele Leute, ich glaube 2% oder sowas, hatten bei einigen der Games überhaupt die Möglichkeit, noch Gold zu bekommen, weil es nicht möglich war, das vorauszusehen. Ich hoffe einfach auf ein spannendes Finale und wünsche euch